Hi Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Feedback-Video der Nordcon. Hallo Feder. Hallo Mischka. Willkommen auf der weißen Bank. Ja, ich saß noch nie auf einer weißen Bank. Premiere. Ja, ich habe es eben schon so mit so einem Tränen im Knopfloch gesagt, die Nordcon ist jetzt quasi vorbei. Bei dir Erleichterung oder schon die Sehnsucht nach dem nächsten Mal? Definitiv Sehnsucht nach dem nächsten Mal. Ja, bei uns allen irgendwie. Also gut, mache ich sonst immer hinterher, also ohne jetzt irgendwie Ankündigung zu machen, weil Ankündigung machen wir ja nicht. Von dir so das persönliche Gefühl, wieder Lust, eine neue Nerdcon 2020 zu machen. Das war definitiv die entspannteste Orga-Arbeit, die ich in den letzten Jahren geleistet habe. Also von meiner Seite aus top. Also du bist ja auch bei Egonien e.V., Ja, richtig? richtig. Genau. Ich habe eben schon mit dem Luke gesprochen, der sagte, also im Gegensatz zu Lab ist das hier sowas von gechillt, die Orga und auch die Durchführung. Es gibt hier mal Kleinigkeiten, wo du dich drum kümmern musst, aber ansonsten ist es halt schon wirklich Urlaub. Gut. Wir haben drei Runden oder drei Slots gehabt, um Runden zu spielen. Wie viel hast du gespielt, wie viel hast du geleitet? Ich habe zweimal geleitet und einmal gespielt. Okay, was hast du geleitet? Ich habe zwei Wechselbalg-Abenteuer geleitet. Also ungewöhnlich für Feder. Ja, das System ist ein bisschen unterbedient in letzter Ja. Zeit. Also deswegen dachte ich mir, ich biete es einfach mal an. War ein Zirkus-Setting, das ich recycelt habe mit zwei verschiedenen Plothooks. Und gespielt habe ich bei Umbregon D&D und es war sehr cool. Haben wir eben schon von Umbreon gehört, definitiv. Okay, gut, das sind jetzt alles, ich sag mal, Major-Systeme, die sehr bekannt sind, aber es gab ja auch viele Systeme, die, also mir zumindest jetzt nicht so bekannt sind. Also Dread habe ich schon mal gehört, aber was es genau geht oder gut, Fate ist bekannter, habe ich auch noch nicht so viel Kontakt mit zu gehabt. Also was ich sehr gut fand, dass halt jetzt nicht nur von 10 Runden 5 DSA, 5 D&D waren, sondern es gab eine sehr große Diversität da drin und die wurde auch sehr gut angenommen. Koali sagte eben schon, sogar zwei DSA-Runden wurden quasi gar nicht bedient, weil die Leute mal Bock auf was anderes hatten. Jetzt muss ich mir eine Frage überlegen, die ich stellen will, damit ich keinen Monolog führen kann. Würdest du sagen, dass man auch den Leuten vielleicht vorher mitgibt, hey, nutzt doch mal die Möglichkeit bei einer Con in die Systeme zu spielen oder auch anzubieten, oder sagst du, das sollen die Leute machen, wie sie Bock haben? Ich denke, so eine Con ist prädestiniert dafür, mal neue Systeme auszuprobieren. Gerade halt so kleine, unterrepräsentierte Systeme. Deswegen fand ich das super, dass zum Beispiel Rarasal diese One-Page-Pen und Paper angeboten hat, wovon eine total eskaliert ist, die Runde. Das war aber abzusehen. Es ging um Orks, die durch eine Stadt marodieren und da ist Chaos vorprogrammiert. Aber ja, ich habe auf anderen Pen und Paper-Conventions halt auch immer genutzt, um kleine Systeme zu spielen, um mal was Neues kennenzulernen. Weil die großen, da findet man immer jemanden, aber für so kleine, das ist manchmal schwierig. Ja, vollkommen, vollkommen. Habe jetzt eben schon ein paar Mal gesagt, wir wollten jetzt nochmal deinen Eindruck haben. Also was für mich bei der Nerdcon besonders war, war zum einen, man musste nicht zu irgendeiner Location hinfahren vom Hotel. Das heißt, man war mit den Leuten, wo man ganz was zu tun hatte, auch abends zusammen oder hat nochmal gequatscht und so weiter. Das hat für mich den besonderen Charme ausgemacht. Wie siehst du das? Das war uns tatsächlich ein Anliegen, als wir die Con geplant haben. Wir konnten natürlich einfach eine Halle mieten und dann den Leuten sowas wie Unterkunft und Verpflegung überlassen. Aber wir haben überlegt, wir haben die Möglichkeit, also können wir es auch machen. Dadurch sind die Karten natürlich ein bisschen teurer, aber im Vergleich würde ich sagen, sind die meisten ganz gut weggekommen halt, weil. Ja, muss ich auch sagen. Also, es waren ja, sind nicht alle Plätze voll geworden, das haben wir gemerkt, aber es war, glaube ich, auch bis jetzt gerade Gamescon, irgendein großes Event ist gerade. Ich glaube, Gamescom, Ja, ja, habe ich gehört. aber wer kümmert sich um die Konkurrenz, ist ja irrelevant. Was für mich auch nochmal sehr, sehr schön war, klar kenne ich alle Leute auch aus dem Chat, auch aus dem Spielen, von dem Bildschirm, aber die Leute persönlich zu treffen, ist halt nochmal irgendwie eine ganz andere Qualität, finde ich. Vor allem merkt man, wie groß einige Leute sind. Das sieht man gar nicht vor der Kamera. Das ist allerdings richtig, das ist allerdings richtig, ja. Jo, ich glaube, wir haben jetzt alles durch, wie es war, was wird und so weiter. Willst du noch irgendwas loswerden? Ich bin bereit für eine zweite Con. Ich auch, definitiv. Dank dir, Feder. Kein Problem. Und natürlich auch für die Arbeit, die ihr im Vorfeld geleistet habt, die man vielleicht als Con-Teilnehmer nicht ganz so sieht, auch wenn du sagst, es war im Gegensatz zu Lab relativ wenig, aber trotzdem als Teil der Orga vielen Dank und ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn ihr das wieder auf die Beine kriegt. Gerne wieder. Gerne wieder. Okay, ciao. Ciao. Ei Gude zu einem neuen Feedback-Video der Nerdcon 2019. Heute bei mir oder jetzt bei mir der Rarasal. Hallo. Wir haben uns das erste Mal jetzt persönlich gesehen, Rarasal, auf der Nerdcon. Ja, das ist richtig.
Es ist für mich auch eine der großen Qualitäten, dass man mal Leute, mit denen man sonst schreibt oder mit denen man sonst mal online sieht, also sie deswegen auch vielleicht ein bisschen gesehen, jetzt mal persönlich trifft. Wie siehst du das? Ja, geht mir ähnlich. Es ist halt echt schon ein Kontrast, weil gerade Leute, die man noch nie gesehen hat, nicht mal über Kamera. Besonders interessant für mich fand ich aber tatsächlich, ich habe zwar viele Leute getroffen, die ich online kenne, mit denen ich online spiele, aber mit denen hatte ich am wenigsten zu tun. Richtig viel zu tun hatte ich mit Leuten, mit denen ich vorher fast gar nichts zu tun hatte, mit denen ich 2-3 Mal geschrieben habe oder halt noch gar nicht. Und das war für mich vor allem der Mehrwert, um ehrlich zu sein, weil man neue Leute kennenlernt und Leute, mit denen man vielleicht sonst nicht was zu tun gehabt hätte, weil man vielleicht nicht unbedingt die gleichen Freundeskreise hat und so, oder die gleichen, kommt ja an Leute oft durch Spielrunden und so, und dass sich Kreise überlappen, und da sind da Leute aus ganz anderen Kreisen irgendwie zusammengekommen. Das war sehr interessant. Das heißt, unterm Strich hast du jetzt quasi neue Leute, mit denen du auch online spielen wirst? Höchstwahrscheinlich, ja. Also es sind, glaube ich, schon 2 One-Shots auf jeden Fall auch in Planung. Das ist einfach, weil sich sofort Chemie ergeben hat und Leute mit mir gesprochen haben und merkt, ey, ich kannte dich bisher gar nicht, aber Mann, das ist cool. Und das ist wie so ein kleines Schatzkästchen, das man da irgendwie so unerwartet findet. Ja. Dann jetzt nochmal generell zum Feedback der Nerdcon an sich. Wie fandest du es, also sagen wir mal unter dem Strich, ohne irgendwelche genauen Detailpunkte zu sehen, sondern wie fandest du das Event an sich? Großartig. Ich finde es großartig. Es hat genau seinen Zweck erfüllt für mich, nämlich es hat das Loch gefüllt, das die RPC hinterlassen hat. Weil die RPC macht nochmal ganz was anderes natürlich, aber letztendlich bin ich zur RPC nicht wegen der Aussteller oder sonst, ich bin zur RPC wegen der Gemeinschaft, wegen der Leute, die ich da treffe, wegen der Möglichkeit zum Rollenspiel und der Atmosphäre und unter anderen Rollenspielern zusammen mit denen Zeit verbringen zu können. Und das war genau hier gegeben und das fand ich wirklich, wirklich toll, weil es hat mir gefehlt. Ja, weil es gerade live hier läuft, zum Beispiel sitzt jetzt gerade jemand und spielt Nothing That Matters und ich habe gerade den Drang mitzusingen, aber ich kann nicht, weil wir ein Interview machen. Ich kämpfe gerade dagegen. Ich bin sicher, du schaffst es. Ja, ich gebe mir Mühe. Es gab 3 Runden-Panels. Bei wie viel hast du geleitet, bei wie viel hast du gespielt? Bei 2 habe ich geleitet, bei einem habe ich gespielt. Was hast du geleitet? Ich habe Golden Sea und Havoc Brigade geleitet. 2 kleine Indie, eher unbekannte Indie-Rollenspiele von Grant Howitt. Okay, ich kenne das beide nur vom Namen. Ganz kurz in 1-2 Sätzen oder so in einer Professional Speech Elevator Pitch. Oh. Havoc und was ist Golden Sea? Golden Sea ist ein postapokalyptisches Setting und System. Sehr, sehr simpel von Regeln her an D&D 5 orientiert. Und man spielt halt Menschen in einer gigantischen Wüste, die den ganzen Planeten überspannt, und es ist sehr, sehr offen, sehr sehr Abenteuer-Reise-Sandboxy und hat kollaboratives Worldbuilding. Das bedeutet, die Spieler geben mit ihren Ideen und ihren Anstößen Dinge zur Welt dazu, also bauen die Welt mit durch ihre Ideen, was ich sehr, sehr schön finde. Und Havoc Brigade ist ein Spiel, das dafür gemacht wurde, um einfach mal rumblödeln zu können, das sich selber überhaupt nicht ernst nimmt. Es geht halt darum, du spielst eine Truppe von Spezialisten, die in eine Stadt schleichen und den Prinzen entführen sollen. Infiltratoren, die gemeinsten, gerissensten Kerle. Das Problem ist nur, ihr seid die lautesten, plumpsten Ork, die es gibt. Und ihr haltet euch für unfassbar sneaky, aber das seid ihr eigentlich gar nicht. Und daraus entsteht eigentlich die ganze Comedy des Systems. Das ist großartig, weil es einfach wirklich dafür da ist. Es wird bezeichnet als ein Spiel um Ideen, die so doof sind, dass sie glatt funktionieren könnten. Wunderbar. So ein bisschen wie die 40k Orks, wenn wir nur dran glauben, funktioniert es. Es ist auch von 40k inspiriert. Also ja, es ist tatsächlich ein Warhammer inspirierte Story. Der Spielleiter, der Macher des Systems, hat es ursprünglich mal in Dark Heresy geleitet wohl, hat dann gemerkt, die Regeln sind mir zu komplex. Für den Hijinks, für das Chaos, das ich hier haben will, brauche ich viel leichtere, viel kürzere, simplere Regeln. Also mache ich mein eigenes System basierend auf der Idee. Super, geile Sache. Okay, dann hattest du noch einen Slot frei. Hast du in dem gespielt? Ja, ich habe gestern Abend habe ich bei Kowali Dread gespielt.
Und was sehr, sehr cool war, ist ja dieses System, wo man im Jenga-Turm quasi spielt, anstelle von Würfeln. Und als Horrorsystem funktioniert das einfach perfekt, weil du schlotterst einfach. Jedes Mal, wenn irgendwer den Tisch berührt, ja, ist es so ein. Okay, er steht noch, er steht noch. Der Turm steht noch. Wenn der Turm fällt, stirbt dein Charakter. Und das ist wirklich, wirklich. Es macht die Spannung, die Angst um deinen Charakter, macht das halt physisch greifbar. Was ich wirklich großartig finde. Und es sind ein paar wirklich sehr schöne, auch emotionale Momente entstanden. Also es war cool. Glaube ich. Gut, gibt's sonst noch was, was du irgendwie loswerden willst? Bist du, wenn es eine NerdCon 2020 gibt, auf jeden Fall wieder dabei? Absolut. Also jetzt habt ihr mich, jetzt werdet ihr mich auch nicht mehr los. Ah, um Gottes Willen. Nein, super Sache. Klasse. Freut mich. Ei Gude und herzlich willkommen zum neuen Feedback-Video der NerdCon. Mit dabei der Kako. Hallöchen. Kako, die erste NerdCon ist fast vorbei. Ich habe so eine Träne im Knopfloch, muss ich gestehen. Das kann ich auch verstehen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch. Es tut ein bisschen weh jetzt, ein Abschied hier. Es war schon ein sehr schönes Wochenende, auf jeden Fall. So unterm Strich gesagt, wie fandest du das Event jetzt aus? Es war ein schönes Wochenende, was du ja gerade schon gesagt hast. Klasse, wirklich. Also ich fange mal ganz grundlegend an, die Location hier ist super. Also ich weiß nicht noch, wie es hier heißt, dieser Michaelinsturm in Reut ist ganz klasse. Die drei Runden, die ich gespielt habe, hat es angefangen am Freitagabend mit Wrath and Glory bei Umbreon. Dann war es gestern Nachmittag bei Lily und Numenera und dann hat die Con wunderbar abgerundet, die Abendsrunde Hexen bei D-Rex. Ganz klasse. Wirklich, jede Runde, jeden Charakter fand ich richtig geil. Es hat Spaß gemacht und war auch eine super Stimmung hier. Habe jetzt zumindest keine Zickereien oder sowas mitgekriegt. Alles war sehr harmonisch. Ja, und wirklich einfach eine gelungene erste Con, muss ich sagen. Hast du alle Fragen, die ich stellen wollte, von einem Satz beantwortet, aber auch gut. Jedoch, du hast jetzt nur gespielt. Wenn es nochmal eine Con gibt, wirst du dann vielleicht schon mal was anbieten zum Leiten? Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja diese Con noch ein bisschen genutzt, um nochmal ein bisschen Regeln kennenzulernen von ein paar Systemen. Und gerade Numenera war halt auch sehr gut für mich, da ich ja so ein Setting-Band von Numenera auch gerne mal spielen möchte, beleiten möchte. Und wenn es dann nächstes Jahr die Con wieder gibt, dann auf jeden Fall auch hier nochmal eine Runde leiten. Also nächstes Jahr wärst du dann auf jeden Fall mit dabei. Auf jeden Fall. Unbedingt. Jetzt kann ich nur so genauso bestätigen. Und das haben auch die Orgas zum Glück schon gesagt, dass jeder für sich, ohne dass es eine Abstimmung gibt, dass sie sich nochmal eine NordCon wünschen. Das heißt, wir haben da gute Chancen, dass wir uns nochmal treffen. Ja, gibt es irgendwas, was du loswerden willst? Nö, eigentlich nicht. Macht, ne? Feedback ist super. Generell spielt mehr Rollenspiel, leitet mehr Rollenspiel, vor allem leiten ist super wichtig. Und macht auch super viel Spaß. Und ja, hoffentlich sehen wir uns mal beim nächsten NordCon. Genau, das war für mich auch ein wichtiger Aspekt, dafür Leute, mit denen man viel schreibt, auch mal online über Kamera sich sieht, mal persönlich trifft. Das war ein cooler Aspekt. War dir das auch wichtig? Ja, sowieso. Generell war ja die RPC auch vor allen Dingen das Event, wo man halt auch mal die ganzen Leute auf dem Map auch mal sehen kann. Gerade jetzt irgendwie Leute, die jetzt nicht direkt bei mir aus der Umgebung kommen, mal zu treffen, ist halt mal wirklich ein Highlight nochmal, was auch mal zwischendurch einfach nicht geht und das halt dafür halt super. Sich auch mal mit ein paar verschiedenen Leuten nochmal zu unterhalten, die man halt sonst überhaupt nicht kennt oder wirklich nur mal über den Discord-Server. Und das ist ja halt großartig dafür. Man lernt super viele nette Leute kennen und ja, immer wieder klasse. Finde ich auch. Danke, Kako, für dein Feedback und danke, dass du mit dabei warst. Wir hatten eine ziemlich coole Zeit zusammen. Wir waren auf dem gleichen Zimmer, muss ich gestehen. Zimmer 4 war das beste Zimmer. Zimmer 4 war das beste Zimmer. Eindeutig. Oh, hier fliegen gleich Steine, wir müssen aufhören. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ei Gude und herzlich willkommen zum neuen Feedback-Video der NerdCon. Ich habe das Monster bei mir. Onkel Monster. Onkel Monster. Monster, ja. Ist ja inzwischen Onkel Monster geworden. Ja. Die NerdCon ist fast vorbei. Ich sehe es so ein bisschen mit Wehleidigkeit. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Wie fandest du es? Ja, klasse. Brauche ich nicht arg viel zu sagen. Genauso wie es sein soll. Vase, genauso wie ich es erwartet habe, Vase. Wir hätten mehr Magic spielen sollen. Wir hätten mehr Magic spielen sollen, die Con war zu kurz. Die 3 Tage Ja, haben da brauchen wir nicht drüber reden. Die ist zu kurz, die darf gern so 2 Wochen. 2 Wochen NerdCon ist ange. Nein. Mal gucken, ob wir ein bisschen verlängern für nächstes Jahr. Was hast du für Runden gespielt? Gespielt, das weißt du. Ich habe Cthulhu gespielt bei dir. Das war die einzige. Und ich habe Cthulhu geleitet mit dir. Wir haben so ein besonderes, ihr wisst schon. Ja. Generell.
habe jetzt schon oft das Feedback bekommen, es gab keinen Streit, es gab kein irgendwie sonstige Vorfälle. Wie siehst du das? Zumindest nichts, was ich mitbekommen hätte, aber nö, es scheint ja sehr friedlich gewesen zu sein. Ja, es war also von familiär, kann man sagen. Für mich stand im Mittelpunkt, obwohl ich ja sonst immer nur online spiele, die Leute auch alle mal persönlich zu sehen. Wie siehst du das? Ja, das, was die RPC halt ausgelassen hat dieses Jahr, ist nachholen, weil ich habe gesagt, zum Spielen bin ich nicht hergekommen. Das Wichtige war halt, die ganzen, hier, da stehen sie drumherum, gucken uns alle komisch an, die ganzen, ja genau, das da hinten zum Beispiel, diese ganzen Pappnasen mal wieder live zu sehen, das braucht man öfters im Jahr. Ja, ist dieses Community-Feeling nochmal mit Persönlichkeit zu stärken, definitiv, okay. Gut, gibt's noch was du loswerden willst, Max? Nö, passt eigentlich. Nächstes Mal hoffen wir, dass wir ein Wochenende finden, wo es nicht so scheiße heiß ist. Ansonsten ist es in Ordnung. Also, passt alles. Muss ja sagen, für August war es ja noch moderat, aber ich gebe dir da recht, ich bin auch ungern der Mensch, der beim Sitzen schwitzt. Das ist definitiv richtig. Sitzen schwitzen habe ich zum Glück hinter mir, aber ja, es ist. Aber ansonsten, Location passt, Leute passen. Ja, passt alles. Weitermachen. Kaffee könnte besser sein nächstes Mal. Können wir ja gerne mal der Orga mitgeben, besser. Private Cappuccino oder sowas Maschine für Max mit anzuschaffen. Einfach Kaffee, Flatrate. Intravenös. Jo. Alles klar. Dank dir, Max. Bis zum nächsten Mal.